Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Tipps und Tricks. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Die neuen ND-Filter von Polar für die GoPro Hero 10 ist hier und ich habe für euch vorab schon ein paar Aufnahmen gemacht, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Ich blende sie euch gleich ein und wenn euch die Filter interessieren, ich habe sie unten in der Beschreibung rein verlinkt. Die können wir jetzt gerne mal gemeinsam ansehen. Erst einmal, es war ein greller Tag, starker Sonnenschein, ich bin ohne Filter raus. Und hier sieht man schon, mit dem 8er Filter schaut es schon ein bisschen besser aus. Der 16er Filter ebenso. Wirklich starke Filter, warum sind die Bilder so verwackelt, das erzähle ich euch gleich. Und das Highlight für mich, dieser 32er Filter gegen die Sonne, okay, es ist ein bisschen bewölkt, aber gegen die Sonne gefilmt, finde ich schon ziemlich gelungen, diese Bilder. Warum sind die Bilder so verwackelt? Ich habe das Problem, dass das Hypersmooth nicht funktioniert mit diesen ND-Filtern. Jetzt habe ich mir eine Hilfe geholt, habe jetzt einen Gimbal aktiviert, den ich euch auch gerne unten rein verlinke. Eine nähere Beschreibung für diesen Gimbal mache ich vielleicht einmal ein Video und dort habe ich dann fließend, schön und nicht verwackelt. Das kann ich euch jetzt so empfehlen. Den Gimbal habe ich euch auch unten rein verlinkt, falls ihr den kaufen wollt. Das große Problem bei hellem Licht ist ja das, dass die Farben dann sehr verwaschen wirken und da haben wir eben diese ND-Filter von Polar dazu gekauft. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung an und mit denen kann man Abhilfe schaffen. Es hat nur den Nachteil, dass dann Hypersmooth bei GoPro nicht funktioniert. Und damit habe ich Abhilfe geschaffen. Wir haben ja irgendwann einmal so einen Gimbal gekauft und den verlinke ich euch auch gerne unten rein natürlich, falls ihr euch den besorgen wollt. Und dann bin ich eben drauf gekommen, dass die GoPro wunderbar da reinpasst in diese Halterung. Also ohne irgendwelche zusätzlichen Kosten. Ihr seht hier, kann man das wunderbar reinspannen. Und dann schalte ich diesen Gimbal ein. Und er richtet einmal aus. Jetzt haben wir allerdings dieses Problem, dass die GoPro senkrecht ausgerichtet ist. Und da habe ich auch eine kleine Abhilfe hier hinten bei diesem kleinen Rädchen. Das schrauben wir auf und bringen das in die Senkrechte und somit haben wir unseren eigenen Gimbal für die GoPro und können wunderbare Bilder machen. Jetzt kann ich hergehen und den ND-Filter aufsetzen. Ich nehme dazu gleich einmal diesen 32er Filter. Dazu nehme ich dieses Glas ab. Bei der 10er ist ja das schon wieder mit dem abnehmbaren Glas. Bei der 8er war das ja fix montiert und bei der GoPro Hero 8, mit dem das Ganze jetzt gefilmt wird, ist auch der 32er Filter drauf. Und dann drehen wir das so drauf, hier drehen wir das so drauf und schalten den Gimbal wieder ein. Das Problem ist natürlich jetzt, dass der Gimbal anders funktioniert, der normalerweise mit dem Smartphone das Display schaut zu mir, damit ich es bedienen kann bzw. diese Tasten bedienen kann. Das ist hier nicht möglich, weil der Gimbal nicht direkt mit der Hero 10 verbunden ist. Aber das ist jetzt kein Problem. In dem Fall geht es darum, dass wir unverwackelte Bilder haben wollen. Ich drehe das einfach jetzt um. Und könnte hier jetzt wirklich wunderbare Aufnahmen machen. Ich glaube, das kann sich ganz gut sehen lassen und damit kann man auch dieses Hypersmooth quasi überlisten. Noch ein Vorteil mit Hypersmooth, werden ja Bildinformationen links und rechts weggenommen. Nicht vergessen, das Hypersmooth deaktivieren vorab auf der Kamera, sonst hat man dann später erst wieder verwackelte Bilder. Das ist mir passiert unter Wasser. Habe mich nicht ausgekannt, habe so ruhig gearbeitet wie möglich und trotzdem waren alle Bilder, ich zeige euch, ich blende euch diese Bilder ein, Bilder verwackelt und ich war ja dementsprechend frustriert, weil die Bilder nicht zum Wiederholen waren. Ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen, über ein Abo ebenso. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Danke, Servus und auf Wiedersehen.